Ja, Micha, wieder auf dem Fußballplatz. Jetzt geht's wieder los mit der Vorbereitung auf die Rückrunde, auf den Endspurt. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie war's jetzt? Mir geht's sehr gut, weil ich in der Pause viel gemacht habe. Viel Kraftaufbau, Muskelaufbau für mein beschädigtes Knie zu entlasten. Und ich denke, das haben wir heute auch gesehen. Der Kunstrasen hat mir gar nichts ausgemacht und ich habe mich sehr gefreut, wie mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ja, für dich ist jetzt das Ziel, in der Vorbereitung wieder so richtig den Anschluss zu schaffen. Der Trainer hat dich das eine oder andere Mal gefragt, habe ich mitbekommen, ob es geht. Ging's? Ja, natürlich ist eine andere Belastung, wie jetzt normales Laufen gehen, nur was man individuell macht mit der Mannschaft, weil die Bewegungsabläufe muss man machen und sonst kann man sich schonen, aber es war alles schmerzfrei, alles gut und wir haben Absprachen gemacht, falls ich was merke, dass ich ein bisschen früher rausgehen kann, für jetzt am Anfang kein großes Risiko zu gehen. Ja, gehen wir mal auf den sportlichen Teil. Am 17. Februar geht es schon weiter. Bis dahin wartet eine harte Vorbereitung auf euch. Was habt ihr euch vorgenommen jetzt für die Vorbereitung und dann natürlich auch für den Rückrund? Erstmal eine gute Vorbereitung, verletzungsfrei, dass jeder gut durchkommt und uns gut vorzubereiten auf das erste Spiel, Salmrohr. Und dann einen guten Start ins Spieljahr zu bekommen und so viele Punkte wie möglich zu bekommen, für den Anschluss auf die ersten zwei Plätze zu bekommen, sag ich mal den zweiten Platz. Und dann wieder mit einem topfitten Michael Dingels? Ich denke schon. Ja, bei mir immer Kai Oglu, immer die ersten Eindrücke der Wintervorbereitung. Wie geht's dir? Wie war's? Ja, heute erster Tag, war ein bisschen anstrengend. Man muss ja halt reinkommen, sich an den Ball gewöhnen und ja, 4 Wochen Pause gehabt, aber jetzt geht's wieder weiter. Ja, du hast gerade schon gesagt, 4 Wochen Pause. Wie heiß bist du? Wie heiß seid ihr darauf, dass es wieder losgeht? Ich habe auf jeden Fall richtig Bock jetzt wieder Fußball zu spielen, wieder in der Liga einen Assist oder ein Tor zu schießen. Mal gucken und ja, ich freue mich richtig. Ja, für dich persönlich lief es in der Hinrunde gut, gerade zum Ende, du bist viel zum Einsatz gekommen. Ja. Wie fällt da so dein persönliches Fazit aus und was hast du dir für die Rückrunde auch noch vorgenommen? Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall, ich bin zufrieden, aber für die Rückrunde nehme ich mir halt vor, halt öfters zu spielen und halt ein paar Vorlagen mehr zu machen. Okay, also weiter hart an dir arbeiten, ja, ist das Ziel. Was habt ihr euch als Mannschaft vorgenommen? Jetzt erstmal für die Vorbereitung und dann natürlich auch schon mit im Hinblick auf den Rückrundenstart gegen Salmrohr. Ja, auf jeden Fall in der Vorbereitung hart arbeiten, alles durchziehen, was kommt, egal wie anstrengend es wird. Und halt Salmrohr, ich denke mal, jeder will gewinnen. Und ja, das werden wir dann hoffentlich auch tun. Danke. Ja.